Hallo, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Ui, das ist immer wieder. Genau, nachdem wir in der letzten Folge hier unsere epischen Stände zusammengebastelt haben oder fast fertig sind sogar, Holz. machen wir jetzt mal weiter und ich habe gerade beschlossen, ich baue den Weg hier einmal raus. Ich gehe Holz hacken, ich spiele jetzt Holzfäller Jim. Achso, das ist da Holz. So, einmal wieder mit Erde zu kippen. Ich kann, Spaß, ja. Ich kann nur gerade wieder sagen, ich finde das Texture Pack total cool. Ja, also da auch da nochmal einen lieben Gruß an die Honeyboy mal wieder, die uns ja auch ganz toll geholfen hat, das muss man ja auch ehrlich mal so sagen. Na, dementsprechend. Euch zu treffen. Genau. Dementsprechend, hallo lieber Honeyboy. Hallo. So, und war das. Hast du die. Lol, hast du die Kürbisse schon mal betrachtet? Ja. Die sehen total putzig aus. Die haben sogar rosa Wangen. Ja. Wie geil. Meine Maus ist so schnell, warum? Das ist Speedy Gonzales Maus. Die schnellste Maus von Mexiko. Kann ich irgendwie auf. Nee, nein, nein, langsam. Mexiko. Kennst nicht Speedy Gonzales? Doch, natürlich. Speedy B, Speedy Bo, schnellste Maus von Mexiko, Speedy B, Speedy Bo. Wie machen wir das denn jetzt hier? Eine Treppenreihe drauf und dann Platten, würde ich sagen, oder? Ich weiß es nicht, warte mal, lass gleich mal schauen, Moment. Ich setze hier nur gerade noch Bäumchen nach. Da gibt es noch mal ein paar, ein bisschen Saatgut, so, den da. Spielst du schon wieder Schießspiele? Ja. Junge, du sollst doch nicht diese ganzen Gewaltspiele spielen. Das Fadenkreuz hier drin ist so verlockend. Ja. Das erinnert mich an diverse Shooter, die ich ja so zahlreich gespielt habe. Ja, du und deine Shooter-Erfahrungen, die sind ja auch unschlagbar. Ich habe Bioshock 1 und 2 gespielt. Das sind so Shooter-Erfahrungen. Das war's dann mit den Shootern. Ja, das ist ja schon voll viel. Gut, ansonsten Konsolen-Shooter, ne? Aber die zählen, glaube ich, nicht so. Also ich würde sagen, das reicht. Wenn wir jetzt da dann noch eine Halfstone drauf ballern. Dann haben wir hier eins runter, Halfstone drauf. Ja, okay, sollte passen, denke ich. Also dann brauchen wir nur noch mehr Holz, oder? Warte mal, nee, es sollte reichen, was ich habe, denke ich. Echt? Für Treppen und? Ja gut, okay, nee, für eine Halfstone. Warte mal, Halfstone habe ich, glaube ich, aber auch noch ein bisschen was. Wollen wir es so setzen oder wollen wir das eins nach außen verfrachten? Ich würde es eins nach außen verfrachten, sonst sieht das so. Eins nach außen verkraften? Okay. Ja, sonst sieht das so ausgekraftet aus. Ich habe das einmal so gekraftet hier. Ist das gut gekraftet? Ich glaube ja, von hier aus ja. Warum fehlt denn hier die Hälfte des Feldes? Da läuft ein Huhn über unser Feld. Ja, aber das war, da hatte ich nicht genug Samen dafür, für das, was da fehlt. Also da müssen wir da mal ernten und dann nachsetzen. Jo. Wir können uns früher oder später dann ja auch mal mit automatischen Erntemaschinen und sowas beschäftigen. Ja, aber da machen wir vorher noch ein paar andere Sachen. Ja, aber das würde ich sagen, machen wir nachher auch dann alles unterirdisch, weil dann bauen wir uns das Bild nicht so kaputt. Ja, das soll ja hier ein schönes, von der Optik her schön bleiben. Ja. Oh, ups, du gehörst da nicht hin. Ups, das war meine Axt. Juwi, Axtput. Oh nein, meine auch. Komm trösten. Was? Nein. Gottes Willen. Bibi Ballas traurig. Ja, es wird dunkel, kacke. Ich bin John Rambo. Und meine Axt ist kaputt. Ja, so ist das, ne? Mama. Mutti, Mann, die haben meine Axt kaputt gemacht. Boah, wie viele Setzlinge hier fallen. Alter Falter. Boah, der Wald wird auch immer dichter hier irgendwie. Ist doch okay. Dann sieht der Wald auch mal aus wie ein Wald. Dafür, dass wir hier dauernd farmen gehen. Ja. Ist doch okay. Ja. So da funktioniert laut manchen Regenwaldabholzer bestimmt auch irgendwie die Försterei. Nämlich man holzt einfach was ab in der Hoffnung, es wächst wieder was nach. Oder mehr nach, sagen wir es mal so. Ich habe hier ein ganz schlechtes Gefühl, Juwi. Ich glaube, wir haben da ein bisschen falsch geplant. Das kann nicht sein. Doch. Nein. Aber egal. Es passt schon so. Ich sage, es kann nicht sein, kann es nicht sein. Es kann wohl sein. Du hast keine Ahnung.
Hast du nicht gelernt, Junge? Na. Wer dieses Video übrigens kennt, ich find's dumm. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das ist gut, das spricht für dich. Wenn ihr wisst, worum es geht, spricht das gegen euch. Das heißt, das spricht doch gegen dich. Ja, leider, ich hab leider Arbeitskollegen, die das so klasse finden und die das hoch und runter zitieren. Was ist das denn? Das ist hier dieser komische, irgend so ein Comedian, weißt du, so, wie heißt der deutsche Bundeskanzler hier? Angelo Merte. Und ach, was weiß ich. Und wer regiert Deutschland? Das ist doch hier Hitler, oder? Na. Also so ein bisschen so, ja, das ist sehr lustig. Das ist genau mein Humor. Was ist das denn für Scheiß? Ja. Gut, dass es dir auch auffällt. Also, im Ernst? Ja, das ist im Ernst, dieses Video so. Krass. Cola. Ich hab zu viele Treppen gemacht. Ich brauch Holz. Ja, ich bring dir gleich welches. Nachdem ich die Kohle abgeholzt habe. Du holst Kohle ab? Ist das Holzkohle? Nein. Badum. Boah, der war schlecht. Oh, hier geht's in eine Höhle. Oder? Juvi? Merke, ich brauche Holz. Gleich. Gleich, erst erforsche ich die Höhle. Ich gebe mir selber Holzhacken, wenn du mir keins bringst. Mit meinen Fäusten, denn ich habe keine Axt mehr. Doch, ich bringe dir gleich welches. Ui, da geht's noch tiefer rein. Oh, jetzt bin ich gleich ganz unten. Oh, ich habe Diamanten gefunden. Juvi. Was denn? Rambo ist 30 Jahre älter. Ich bin John Rambo. Willkommen bei Rambo 4. Wie viele gibt's davon inzwischen eigentlich, weißt du das? Ich glaube, 4 müssten sein, oder? Und da kam ja jetzt noch ein Fünfter, oder kommt noch ein Fünfter raus, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Oder war das Rambo? Ich weiß es nicht, deswegen frage ich dich. Wenn mich nicht alles täuscht, kam doch jetzt noch irgendein Rambo-Teil ins Kino oder so. Gut, da bin ich jetzt auch gerade überfragt. Ich kann auch sein, dass es kein Rambo-Film war. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade mit dem anderen hier, mit dem Bruce. Kann auch sein, ja. Weil der Bruce, das ist ja auch so ein Actionheld, weißt du? Wobei ich sagen muss, ich finde Bruce Willis absolut cool. Sylvester Stallone war ich jetzt nie so Fan von, aber Bruce Willis finde ich absolut geil. Ich mag die ganzen Action-Heroes alle nicht so gern. Boah, ey. Geile Höhle, muss ich später mal erkunden. Juvi und seine Höhlen. Ja. Ich glaube, Juvi ist ein Höhlenmensch. Wobei Jason Statham, oder wie der heißt, den finde ich ganz cool. The Transporter. Ja, genau. Den finde ich echt ganz fetzig. Aber es ist auch nicht so ein alter Sack, weißt du? Die meisten. Das ist halt einer von den neueren, ja. Aber du musst dir halt auch mal anschauen. Ups, sorry. Ja? Juvi? Ja. Okay, du bist nur gerade so leise geworden. Nee, du musst ja auch anschauen, ne? Also so die alten Actionhelden, sage ich jetzt mal, ne? Wann waren denn die in ihre größten Zeiten, ne? Also ich finde auch heutzutage, du hast nicht viel guten Nachschub an so Actionhelden. Ja, das stimmt schon. Heutzutage Actionhelden hast du so einen Tom Cruise oder sowas, keine Ahnung. Das ist für mich kein wirklicher Action-Held. Nee, da hast du schon recht, aber ich weiß nicht. Irgendwie, Auch die Alten, die sollten halt irgendwann mal aufhören einfach, das ist es. Ja gut, ich habe jetzt, ich habe immer noch nicht gesehen, Stirb langsam 4 habe ich immer noch nicht gesehen. aber... Sag mal, 5 auch nicht. Ja, ich weiß nicht, irgendwann ist doch einfach mal gut, oder? Ja. So. Aber wie gesagt, also ich muss sagen, ich finde ja, Verzeihung. Ich finde eigentlich hier Bruce Willis, ist für mich schon so ein Held irgendwie. Also das ist für mich echt... Das ist ein Actionheld im Grunde. Ja, schon. Schon okay, was er da macht, sagen wir es mal so. Juvi? Ja. Kannst du ein Tor reinbauen dafür und ein paar Zäune für die Ecken? Fertig. Für die Ecken? Welche Ecken? Ja, also in die Ecken, dass das praktisch abgestützt ist. Achso. Ja, klar. 3 brauchen wir, oder? 3, 4, 5. 5 würde ich machen. Dass wir hier neben die Tür auch nochmal machen was. 5 geht schlecht, ich mach 6. Ja, 5 Stück braucht man halt noch, ne? Pop.
Wapp. Einer in jede Ecke, genau. Wapp. Und. Und nehmen die, nehmen das Tor dann. Wapp. Genau. Jetzt wieder wie im Bauernhaus, ne? Welche? Alle zwei hast du da gerade? Zwei, warte mal, zwei frei. Wenn wir da zwei freilassen. Ja, dann sieht das gut aus, das würde ich schon sagen. Ah, kommt schon, jetzt. So. Und da mittig rein, genau, so. Ja, ist schön. Ist ja auch wieder die intelligente Beleuchtung, ne? Ja, das ist sicher. Die brennende Fackel, wie wir es ja schon mal erwähnt haben. Aber naja, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Ja, und hier müssen auch noch Fackeln drauf. Huch. Meine Workbench. Ja. Mehr. Warum setzt er die dann immer da unten? So. Juvi, du musst Zielwasser trinken, glaube ich. Du musst wieder öfter Minecraft spielen. So. Oder das, oder das. Ach Quatsch. Da wollte ich hin. So, unser Schweineloch. Jetzt kommt der lustigste Part, oder? Wollen wir die Tiere rüberlocken? Jawohl, das ist gut. Der große Umzug. Ich muss mal kurz AFK haben. Ach komm, du wirst auch deinen Spaß haben dran. Locken wir die Tiere durchs Haus. Ah. Dann scheißen die uns noch auf den Teppich. Haben wir Getreide? Hast du Getreide? Ich weiß gar nicht, ob ich Getreide daheim habe. Warte mal, also bei mir in meiner Hütte habe ich auf alle Fälle was. Wir können doch eigentlich mal aufs Feld gehen, oder? Jetzt sind wir doch schon weggelaufen davon. Ja, jetzt sind wir so weit weg, komm, mein Haus ist näher. Kommen Sie mit. Und hier vorne müssen wir dann in den nächsten Aufnahmen dann mal bauen. Jo, also so einen Brunnen haben wir schon so, das ist bei Backwaren. Wo ist ein Backwaren? Zeug. Andererseits sind Backwaren. Backwaren hier vorne. Ach, dran vorbeigelaufen. So, nimm den 64er-Stick mit. So viel brauchen wir noch gar nicht, oder? Ist egal, nimm's mit. Okay. Lass dir dafür mal ein bisschen Holz da, glaube ich. Wo war denn eine Holzkiste? Ganz hinten in der Ecke müsste das müsste, halt, das wollte ich gar nicht, ich wollte erstmal die... Sandglas, Wolle, Zeug. Ich versuche mal, das Hühnerviechzeug zu locken. Ach hier, Holz. Follow me, Chicken! I know you want it. Lecker Körnchen. Ich würde sagen, die Schafe machen wir auch mal so etappenweise, oder? Ja, das wird da nicht allzu viel verlieren. Ah, oh, schade. Die sind gerade so schön in Formation gelaufen. Vorne, also in der Reihe die weißen Hühner und das schwarze so daneben. Mach. Oh, halt, Wasser. Na komm Wasser raus, schlecht. Leute. Ja. Jetzt habe ich gerade ausgesehen. So. Tralala, tralala. Folgt mir, Hühnchen, folgt mir. I lead the way. Oh, ich hab Huhn Nummer 4 verloren. Huhn Nummer 4, komm mit. Huhn Nummer 4. Wir wollen nicht rauskommen. Es sind so viele, Huhn, die da gleichzeitig raus wollen. Nom 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 nom. Lecker, lecker, lecker. Los, kommt. So, jetzt aber. Kommt, Leute. So, hier, ey, schaut mal, was ich Leckeres hab. Oh, nom nom nom, was hat der leckere Onkel denn da? Der leckere Onkel. Nicht mich fressen! Nein, nein, fress mich nicht! Ah! Killerhühner. So, zwei Schafe habe ich schon rausbekommen. Also wir müssen, glaube ich, mal das Tor hier wegmachen. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Dumme Hühner, die stecken in der Tür fest. Boah, dann haben wir hier nachher echt fett viel Platz. So, wir werden jetzt eine Menge Schafe abhauen, glaube ich. Weil ich musste das Tor rausmachen. Wo ist anders Huhn hin? Da ist anders Huhn hin. Huhn, hier, komm. Ach du dummes Vieh. Oh, ich habe vielleicht gerade noch eine Idee. Ach komm. Kommen Sie rein, jawohl, so mag ich das. Willkommen in eurer neuen Heimat. Ihr kommt hier nie mehr raus. Was? So, das Lustige ist. Die Schafe rennen, sie machen alles nieder, die Schafe rennen. Oh Gott, aber kommt, ich hab Angst. Ich teile die Menge. Ja, wie jetzt setzt die alle auch stehen blieben eben.
Das war John Rambo. War das wirklich Rambo? Alter, kommt schon. Ihr Kackschafe. Zwei laufen mir nach. Nein, jetzt werden es ein paar mehr. Ich habe da hinten auch mal zugebaut, dass jetzt nicht so viele abhauen. Hier lang. Follow me. So, jetzt fällt mir bloß noch eins. Alter, wie das aussieht. Ja, die große Völkerwanderung, ne? Das große TV-Total-Völkerwanderung-Special mit Schafen. So, ich reiß hier mal ein bisschen Mauer ab. Ja.